Ich will die Welt retten und verbessern und ich denke, du willst das auch, oder? Ja, also ich bin Marie, 15 und ich komme hier aus der Nähe, aus Bonn. Und ich gehe halt auch regelmäßig zu Fridays for Future. Das letzte Mal war ich hier in Köln, weil der in Bonn nicht war. Und ich versuche auch halt weniger Plastik zu benutzen und ich bin auch vegan halt. Ich bin auch Veganer und so weiter, ja. Und letztens übrigens war hier direkt in dem Hotel hinter mir, im großen Hotel Excelsior, haben zwei Bonner Schülerinnen aus Bonn, zwei 14-Jährige, hatten zu einer Pressekonferenz eingeladen und die Bild-Zeitung hat zum Beispiel darüber berichtet, es waren lauter Journalisten anwesend, das hat sie beschrieben, Köln 900 Milliarden Euro für das Klima, das will die Kölner Gruppe, zweite Scientist for Future, zwei Initiative Weltrat durch eine Gesundheits-, Ernährungs- und Pflegereform erreichen. Ja, dann lasst uns jetzt mal plaudern. Was mich als erstes interessiert, wenn wir die Welt verbessern wollen und eine Welt, vor allem auch die menschliche Welt, müssen wir eigentlich ein bisschen was, vielleicht mal nur so ein paar Eckpfeiler wissen auch darüber, was die Welt ist und was die Menschen sind. Was schätzt du, wie alt ist dieses Universum hier? Grobe Schätzung. Also damit beschäftige ich mich jetzt eigentlich nicht so, also mit dem Universum, aber... Nee, dann können wir das schnell übergehen, nur dass du es mal weißt, ungefähr 13,7 Milliarden Jahre alt ist dieses Großuniversum, in das wir da quasi gerade reinschauen. Und unsere Sonnensystem ist ungefähr 5 Milliarden, also wenn 13,7 Milliarden 1,37 Meter sind, dann ist das Sonnensystem so nach einem halben Meter vor uns entstanden. Und dann, wann hat sich Leben evoluiert auf der Erde? Evolution, DNS und so weiter. Wann ist das entstanden? Ich bin nicht ganz sicher, wann das war. Ich glaube, vor ein paar 10.000, 100.000 Jahren. Ich weiß nicht. Nein, das ist deswegen nicht ganz unwichtig. Vor ein paar Millionen? 4.000 Millionen Jahre. Also, wenn hier... Leben auf der Erde oder Menschen? Nein, Leben auf der Erde. Leben auf der Erde, also quasi, wenn wir hier vor 5 Milliarden Jahren das Sonnensystem Entstehung haben, entstand dann das Leben vor 4 oder 3 Milliarden Jahren, so in dem Bereich entstand das. Und dann sind Milliarden Jahre verlaufen. Und was weißt du zufällig, was vor 65 Millionen Jahren passiert ist? Nein, tut mir leid. Da soll doch so ein Meteorit runtergefallen sein auf die Erde und dann soll danach im Zusammenhang damit die Dinosaurier ausgestorben. Hast du davon schon mal gehört? Dann habe ich gehört, ja. Also. Und was passierte dann, danach? Naja, ich denke, danach haben sich die Spezies, also die Spezien, die sich weiter, also die überlebt haben, quasi weiterentwickelt und sind zu dem geworden, was sie heute sind. Genau. Was hat damals überlebt? Die ersten Säugetiere. Nein, also wir sind, was sind wir? Säugetiere. Genau. Und das hat sich dann entwickelt. Wie groß, damals waren wir solche mausgroßen, rattengroßen Tierchen. Unsere Urgroßeltern, das sind unsere Verwandten. Und die haben sich dann ganz Stück für Stück verändert, sind dann auf die Bäume geklettert, wurden zu Affen. Und dann entstanden daraus Menschen. Das heißt, das ist nicht ganz unwichtig, so ein bisschen das so einfach mal zu wissen, dass das so ist. Ja? Hast du irgendwann schon mal gehört, was vor 4 Millionen Jahren passiert ist? Also bestimmt weiß ich dann, wenn sie es erzählen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was das jetzt genau... Schon mal was gehört von Australopithecinen, Australopithecus? Das sind die direkten Vormenschen, ja. Und dann vor 4 Millionen Jahren, ich deute es mal an, hast du schon mal einen Gorilla gesehen? Beschreib mal einen Gorilla-Mann. Beschreib mal einen Gorilla-Mann im Vergleich zu seinen Frauen. Naja, groß, haarig und quasi, naja, dominanter dann. Also, ja. Außer wenn es darum geht, dass ein anderer Gorilla auftaucht, ein anderer sogenannter Silberrücken. Soll ich den weiter beschreiben? Oder? Ja. Ich beschreibe ihn mal noch ein bisschen genauer. Was hat er denn für Zähne, der Gorillamann? Ach so, Reißzähne? Oder
Eckzähne ähnlich wie Menschen. Der hat hier an den Ecken riesige Eckzähne, fast wie ein Raubtier. Wozu hat er die wohl? Um Fleisch zu essen oder nicht? Oder um zu jagen? Gorillas essen keinerlei Fleisch. Ja, es ist alles wichtig zu wissen, dass man mal ein bisschen Realität in die Dinge reinkriegt. Denn wir wollen ja die Welt retten. Und dazu wollen wir einfach mal darüber sprechen, wie alles funktioniert. Und der hat also riesige Eckzähne und er frisst überhaupt kein Fleisch. Das ist ein reiner Vegetarier. Ja? Ich bin ja auch Veganer und so weiter. Und der ist ganz... Nur, die sind nur dazu da, um den anderen Silberrücken zu bedrohen. Hier, lass meine Frauen in Ruhe, die gehören mir. Das ist ein sogenannter Haremshalter. Schon mal gehört? Ja, ich glaube schon. Also jetzt nicht bei Gorillas also direkt, aber bestimmt auch. Es gibt ja bei anderen Tieren wahrscheinlich auch da. Nein, das ist deswegen so wichtig, weil ich als Wissenschaftler immer so mitkriege, dass man in der Schule immer die falschen Dinge lernt. Alles Mögliche lernt ihr. Aber eigentlich, wie der Mensch ist, wo wir herkommen, wie die Evolution verlaufen ist, lernt ihr fast gar nicht. Ja? Weiter geht's. Also der hat riesige Eckzähne und die hatten die Menschen auch mal. Und die sind vor 4 Millionen Jahren verschwunden. Was bedeutet das? Was könnte das bedeuten, wenn die Zähne verschwinden? Ich denke, dass Menschen quasi dann in der Lage waren, sich anders zu verteidigen oder so. Oder das ist eine... Also sie brauchten es halt einfach nicht mehr. Das ist eine gute These. Das würde aber voraussetzen, dass... deine Idee ist richtig. Die würde aber voraussetzen, dass es damals schon Waffen und andere Techniken gab. Gab es vor 4 Millionen Jahren noch nicht. Technik wurde erst vor 2... Sowieso. Die Menschen haben damals sowieso in Gemeinschaften gelebt, ja, aber sie haben aufgehört, Rivalenkämpfe zu führen. Das war der Punkt. Also dieses eifersüchtige Kämpfen. Der Gorillamann, der hat ja gesagt, diese Frauen gehören alle mir, sind mein Privateigentum und verschwinde. Und dafür hat er die Eckzähne benutzt und hat gedroht. Und das hat aufgehört. Ich hätte eine Frage. Und was hat das jetzt alles mit dem ganzen Klimawandel zu tun und Fridays for Future? Wir sind schon fast am Ziel. Wir kommen sofort dann, also wir kommen zum Kohlestopp 2026 statt 38. Aber entscheidend ist, wir haben so gesehen, dass wir bis jetzt das Problem haben, dass dadurch, dass zu wenig Wissen manchmal über Wissenschaft da ist, dann auch nicht richtig verstanden wird, wie so eine Lösung aussieht. Weil wir müssen erst mal verstehen, was Menschen sind. Ja? Denn mit Menschen kannst du nur bestimmte Sachen machen, manche gehen gar nicht. Ja? Also, das heißt, nochmal zusammengefasst, vor 4 Millionen Jahren verschwand das sogenannte, Professor Friedemann Schrenk, der immer so Planet Wissen, kennst du vielleicht, ja, in solchen Sendungen rumgeistert, der formuliert das so, die Frauenmonopolisiererei hörte auf. Das heißt, wir wurden sehr liebevolle, kooperative Lebewesen, die sich nicht mehr gekloppt haben um Frauen oder andere Sachen, sondern eigentlich unheimlich kooperativ, sehr liebevoll, sehr sanft wurden. Und was ist vor 2,5 Millionen Jahren passiert? Schon mal gehört, Homo habilis? Da hat sich der Mensch wahrscheinlich weiterentwickelt dann. Da sagt Professor Friedemann Schrenk und viele andere Professoren, dass sich da so die modernere Technik begonnen hat. Wir sind ja nun mal ein Affe, der Technik betreibt. Ja? Also wir sind ja hier Hightech und so weiter. Und das hat alles vor 2,5 Millionen Jahren begonnen. Interessant, gell? So, und dann vor 2 Millionen Jahren, weißt du nicht zufällig, was zu Beginn des Homo erectus entstand? Nein. Da wurden vorher war doch der Gorillamann war doch riesig und die Frau so. Und da wurden die Frauen und Männer gleich groß fast. Wir sind ja jetzt ein bisschen kleiner bist du als ich und so weiter. Aber Frauen und Männer sind ja fast gleich groß. Ja? Und das ist wieder ein Zeichen, wenn ein großer Hirsch, was macht der? Der kämpft mit einem anderen großen Hirsch um die Frauen. Also wenn Mann und Frau gleich groß werden, dann scheinen die nicht mehr zu kämpfen, sondern sehr liebevoll miteinander umzugehen. Man spricht auch dann von einem sogenannten Urmatriarchat,
Matriarchat schon mal gehört? Ja. Also, ja. Was heißt das? Ich bin nicht ganz sicher. Ich habe es mal gehört, aber ich bin nicht sicher. Matriarchat heißt sozusagen sowas wie mütterlich orientierte Gesellschaften, fraulich orientierte Gesellschaften, während Patriarchat zum Beispiel bedeutet, dass die Männer sozusagen herrschen in der Gruppe und auch manchmal mit Gewalt da reglementiert. Und wir wurden eher das Matriarchat. Kennst du Professor Franz de Waal zufällig mal gehört? Nein. Noch nicht, ne? Der berühmteste Bonobo- und Schimpansenforscher. Der hat herausgefunden, dass wir eigentlich ähnlich den Bonobos sind. Schon mal gehört? Gorillas, Orang-Utans, Schimpansen und Bonobos. Ja, aber die menschenähnlichsten der Erde. Also Orang-Utans, Gorillas, Schimpansen und die Bonobos sind quasi eine Variante der Schimpansen, nur dass die viel friedlicher sind und sie liebevoller sind. Und da sagt Professor Franz de Waal, das sind regelrechte Hippie-Affen, also die praktizieren Make Love, Not War und sind regelrechte Hippie-Affen sozusagen. Das heißt, wir waren damals eigentlich ganz sanfte, schon fast urkommunistisch anmutende. Ich bin kein Kommunist, aber als Wissenschaftler müssen wir das realistisch betrachten. Das war eher sozusagen ein sanfter Gruppenzusammenhalt, ohne Eifersucht, ohne Eckzähne, ohne Gewalt, mit sehr viel pazifistischen Elementen und sehr liebevoll und sehr friedlich. Und das dauerte bis vor 400.000 Jahren. Und jetzt sind wir nämlich bei dem Entscheidenden. Jetzt sind wir da. Ja? Aber war doch mal interessant, ein paar neue Sachen zu erfahren, die ihr leider nicht im Schulunterricht so richtig häufig genug bekommt. Ja? Lernt in der Schule halt mehr so Sachen wie die DNA aufgebaut ist oder sowas. Aber über Evolution weiß ich jetzt ehrlich gesagt sehr wenig. Und weißt du aber zum Beispiel die Mendelschen Regeln, kennst du? Ja. Gregor Mendel, ganz wichtiger Mann, ja? Erbsenpflanzen, genau. Das hatten wir gerade noch in der Schule, aber Evolution ist schon was her. Das hatten wir, glaube ich, in der 5. Klasse und auch nicht sehr lange. Das ist so schade, weil wir dadurch nicht verstehen, was mit der Welt los ist, wenn wir die Evolution nicht verstehen. Denn wir wollen ja den Kohlestopp 2026, aber wir müssen so ein bisschen verstehen, was mit der Menschheit passiert ist. Denn manchmal ist es so, wenn du die richtige Diagnose hast, ergibt sich die Therapie von selber. Hm? Genau. Und vor 400.000 Jahren, was ist da passiert? Überleg mal, was den Menschen als einziges von allen diesen Affen, die ich genannt habe, unterscheidet. Wahrscheinlich, also das Äußerliche war damals wahrscheinlich extrem ähnlich dann. Also ja, wobei vor 400.000 Jahren hatten wir schon kein Fell mehr, weil wir waren sozusagen der Bonobo der Savanne geworden. Und wir hatten kein Fell mehr, weil Bonobos, wir leben auf den Bäumen im Urwald, die brauchen Fell. Und wir brauchten kein Fell mehr und wir haben das verloren. Also war das quasi der Unterschied? Ist das dann quasi der große Unterschied oder gibt es noch was anderes? Nein, eben was machen Bonobos, Gorillas und Orang-Utans niemals, aber was machen wir ständig? Fleisch essen. Ja, wobei ganz selten essen sogar die Bonobos mal ein kleines Stück Fleisch, die Schimpansen sogar ein bisschen öfter, die Gorillas nie und die Orang-Utans meines Wissens auch sind Veganer oder Vegetarier und Veganer. Ja? Aber was sie nicht, ich helfe dir. Ja? Hast du schon mal gesehen, was hier ist? Da verkaufen Menschen etwas und wie nennt man das? Handel, Tauschhandel. Der wurde vor 400.000 Jahren erfunden. So, und was passierte da? Stell dir vor, du wärst jetzt mit Mutter vor 400.000 Jahren und du hättest eine Tochter. Wenn es um Ernährung geht, wie würdest du mit ihr umgehen? Jetzt vergleiche das mit einem Händler, der aus 30 Kilometer Entfernung kommt, der vielleicht irgendwelche Nahrungsmittel, die Vorläufer der Süßigkeiten und so weiter mitbringt. Und jetzt überleg mal selber, wie ist deine Beziehung zu deiner Tochter, wenn du an die DNS denkst und die Weitergabe der DNS denkst? Ich verstehe die Frage nicht ganz. Also wie ich denke, dass sie mit mir quasi zu tun hat, oder? Also sie lebt bei dir am Körper,
ganz natürlich, ganz zwanglos. Und du zeigst ihr, was sie essen kann und nicht essen kann, oder? Ja, das würde ich schon machen, ja. Und wenn du ihr jetzt einen giftigen Pilz zeigst, dass sie den essen könnte, was würde passieren? Naja, wahrscheinlich würde sie vergiftet werden. Und was wäre dann mit deiner eigenen DNS passiert? Verstorben dann? Also sie wäre quasi dann verschwunden. Ausgestorben wie die Dinosaurier. Weil dann, wenn deine Tochter nicht überlebt, weil du sie selbst vergiftest, dann stirbt sie aus. Also bist du programmiert, die Tochter richtig zu beraten. Gut, gute Nahrung. Ja? Leuchtet das ein? Ist quasi dann weiter zu... Ja, wiederhol das nochmal. Um die eigene DNS dann quasi weiter zu... verbreiten. So sind wir Menschen gebaut. Wir wollen unsere eigene DNS transportieren, haben diesbezüglich einen gewissen DNS-Orgeismus. Die Mutter kümmert sich darum, dass sie gute Nahrung findet und sie gibt ihrer Tochter nur die beste Nahrung. Ja, kann man nachvollziehen, ja. Und was ist aber mit dem Händler los? Was hat der für ein Interesse? Der Händler möchte natürlich handeln und das Beste für sich quasi rausschlagen. Seine Kinder wohnen 30 Kilometer entfernt. Hat er ein Interesse an deiner Tochter? Hat er ein Interesse an deiner Tochter? Wahrscheinlich nicht. Er möchte wahrscheinlich seine eigenen Kinder dann weiter durchbringen. Und wenn er dir jetzt deiner Tochter sozusagen Leckereien bringt, die aber mit Zucker gesüßt sind, wie es ja heute üblich ist, und deine Tochter dann krank wird vielleicht auf Dauer, dann ist ihm das wichtig oder egal? Wahrscheinlich ziemlich egal. Wie dann wahrscheinlich auch den ganzen großen Firmen. Ja, genau. Jetzt merkst du, wir sind schon bei heute. Wir sind jetzt schon bei heute. Das heißt, die großen Firmen haben null Interesse daran, was aus dir wird, aber auch, weil wir es zulassen. Wir erlauben es doch, dass der Rewe uns Müll verkauft und wir messen nicht unsere Gesundheit und so weiter. Also wir lassen diese Wirtschaft so laufen, wie sie ist. Ich weiß nicht genau, was ich dazu sage. Also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Es ist ja auch nicht nur bei Lebensmitteln so, es ist bei sehr vielen Sachen so. Zum Beispiel Klamotten, da werden andere Menschen ausgebeutet. Jetzt nicht unbedingt wir oder bei Medikamenten, die quasi dann einen letztendlich auch wieder nur krank machen. Dann. Also quasi in den USA gab es gerade einen Fall, da hat ein Pharmakonzern, guck immer, dass du gut zu sehen bist, ein Pharmakonzern hat angeblich 200.000 Menschen umgebracht, indem er die alle opioid-süchtig gemacht hat. Ich kann es nicht nachprüfen, es war Fernsehen, Arte. Ja? 10 Fernsehberichte habe ich gesehen. Ob die stimmen, weiß ich nicht. Aber es war die Behauptung, ein Pharmakonzern hat die Ärzte falsch instruiert, hat gesagt, bei jeder Kleinigkeit könnt ihr diese Tabletten kriegen, nehmen. Und dann sind die alle süchtig geworden und dann waren denen irgendwann die Tabletten zu teuer, dann sind die heroinsüchtig geworden, sind da 200.000 Menschen gestorben. Und der Präsident Trump hat einen Notstand für die Region ausgerufen. Und der Pharmakonzernchef ist nicht im Gefängnis gelandet. Ja, wahrscheinlich, weil diese Pillen waren ja nicht illegal sozusagen, aber ja. Die Praxis war natürlich ruinös, das war mörderisch, aber man konnte es ihnen nicht so richtig beweisen, also landet er nicht im Gefängnis. Und das ist unser Wirtschaftssystem. Ja, sowas ist schlimm. Also verstehe auch nicht, warum so viele Menschen sich auch gar nicht darüber informieren, wo ihre Sachen, die sie kaufen, quasi herkommen. Also ist halt nicht ein. Und das heißt, du hast es auch schon angedeutet im Medizinsystem, ja? Wenn dein Arzt dir jetzt mit unterhaltsamen Gesundheitskursen, Sportkursen, Ernährungskursen, Tanzevents und so weiter helfen würde, dass du dich gesund ernährst, dass du vegan dich ernährst, gesund lebst, Sport machst, fit bist und nie krank wirst, kriegt er dafür im jetzigen System eine Belohnung? Nein, kriegt er nicht. Also man wird ja auch beim Arzt quasi dann immer, also einem wird ja geraten, Milch zu trinken wegen Kalzium, obwohl das halt gar nicht wirklich von Kühen kommt. Obwohl es eventuell sicher eher krank macht. Ja, genau. Also in Milch sind mehr schädliche Produkte als in anderen Lebensmitteln, die Kalzium enthalten. Also ich denke, also viele machen das halt nur, weil sie Profit machen wollen und nicht, weil sie wirklich wollen, dass die Menschen gesund werden.
Und das ist das Dilemma, gell? Dass also jeder der Beteiligten im Moment im Gesundheitswesen mehr Geld verdient, wenn du häufig krank wirst und finanziell quasi bestraft wird, wenn du nicht krank wirst. Ist doch verrückt. Schon, ja. Also sowas will man auch gar nicht unterstützen letztendlich. Man weiß halt nie genau, was man dann, also anfangs weiß man dann nie genau, was man machen will. Und viele sind dann, glaube ich, auch zu faul, sich dann quasi zu informieren und gehen dann einfach. So, jetzt kommen wir zu den zweiten Scientists for Future 2, Initiative Weltrat, diesen 24 besten Professoren der Erde. Was hältst du von der Idee, dass wir den Arzt in Zukunft dann am meisten Geld geben, wenn du nie krank wirst, deinem Hausarzt, und etwas weniger, wenn du häufiger krank wirst, damit er ein Interesse an deiner Gesundheit entwickelt? Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Konzept. Hört sich plausibel an. Und was müssen wir mit dem Lebensmittelhändler machen? Denn der versucht dich ja zu verführen zu Cola, zu Fleisch und zu anderen Produkten, mit denen man große Profite macht. Wie wäre es, wenn wir dem auch aus der Kranken, wenn wir den ins Gesundheitswesen einziehen, wenn wir den ins Gesundheitswesen mit reinziehen und ihm von der Krankenkasse dann viel Geld ausschütten, wenn die Kunden, die bei ihm häufig einkaufen, gar nicht erst krank werden? Das ist auch eine ziemlich gute Idee. Ich fände auch gut, dass man dann quasi auf den Produkten stehen hat, woher das überhaupt kommt. Also auf vielen Produkten steht ja auch gar nicht zum Beispiel, wo das quasi geschlachtet wurde, wo das alles passiert ist. Also. Aber was ist dann noch besser, wenn der Lebensmittelhändler doch weiß, dass er sein Gewinn, sein größter Gewinn, nur möglich ist durch gesunde Kunden? Was wird er dann seinem Zulieferer sagen? Was würde er dem dann sagen? Dass es wahrscheinlich nachhaltig produziert werden sollte und auch darauf geachtet werden sollte, dass quasi alles gesund sein sollte und nicht gespritzt sein sollte oder mit Antibiotika vollgespritzt wird. Also genau. Das heißt also, super, genau das ist der Punkt, dass er ein Interesse daran wird, kriegt die sogar die Böden zu entgiften, die Böden zu reinigen, Permakultur oder naturökologischen Anbau oder was auch immer. Da weiß ich nicht, was das Beste ist, aber das Beste zu machen, nur für seine Kunden, weil er will ja Profit machen und das kriegt er nur, wenn du nie krank wirst. Auf ungesunden Böden kann man ja auch auf Dauer nicht pflanzen, also irgendwann funktioniert das ja auch nicht mehr. So. Und dann, dadurch brauchen wir auch viel weniger CO2 in der Landwirtschaft. Wenn wir dann noch wasserstoffgetriebene Traktoren einführen oder wieder mehr Handarbeit? Ja, oder wenn man halt einfach das geerntete Futter für Tiere einfach weglässt, wäre auch ziemlich gut. Dann hätten mehr Menschen was zu essen auf der ganzen Welt, da einfach Tiere nicht mehr so viel Essen verbrauchen würde. Und da Fleisch eh krank macht? Genau. Da Fleisch eh krank macht, kann man auch einfach nur von Pflanzen leben. Also. Ja, und wenn einer meint, dass er einmal die Woche den Sonntagsbraten braucht, damit könnte die Erde vielleicht gerade so noch leben. Vielleicht. Ja, also die meisten aus meinem Freundeskreis oder in der Familie sind halt noch nicht vegan, aber ich bin schon stolz darauf, dass ich sie ein bisschen da beeinflussen kann. Also mein Vater tut zum Beispiel jetzt Mandelmilch in seinen Kaffee anstatt von Kuhmilch oder wir essen auch öfter einfach vegan abends. Also ich finde, das ist auch schon ein Schritt in die richtige Richtung. Es geht natürlich immer besser, was Ernährung angeht, bis zu einem bestimmten Punkt. Aber ich versuche es halt so in die richtige Richtung zu drängen. Also du merkst aber auch, wir sind jetzt so richtig im Thema, gell? Und ich zeige dir auch gleich, warum das andere mit den vor 400.000 Jahren noch so wichtig ist. Weil wir haben doch da, ich habe doch erzählt, dass wir da eventuell so in der Gruppe gelebt haben, sehr liebevoll, sehr sanft, sehr friedlich miteinander, pazifistisch sogar vielleicht. Jetzt pass mal auf, was hat denn der Lebensmittelhändler eigentlich für ein Interesse? Wann im jetzigen, gehen jetzt wieder zurück ins jetzige alte System, vor die Reform. Ja? Was hat er denn für ein Interesse? Sollst du als Mensch eher glücklich sein oder unglücklich? Was meinst du, wer konsumiert mehr, glückliche oder frustrierte Menschen? Ich denke eher frustrierte Menschen, weil man aus Frust mehr kauft und seinen Frust quasi mit Konsum zu befriedigen. Ich bin ein echter Frustfresser. Ja, ist ja ein Sprichwort, oder nicht? Frustfraß oder Frustfrist, ja. Also ich auch, ich habe nur deswegen hier meine 3 Kilo Übergewicht, weil ich, wenn ich deprimiert bin oder Frust habe, mehr konsumiere. Macht Sinn, ja. So, und jetzt kannst du dir vorstellen, dass es vielleicht
wir damals so glücklich waren in der Gruppe. Aber eigentlich hat das den Händler ja, ohne böse Absicht zu haben, eigentlich ja gestört. Denn die Leute, wenn sie glücklich sind, konsumieren sie zu wenig. Also muss ich doch eigentlich, wenn ich es planen würde, aber wir denken in der Evolutionstheorie immer ohne Absichten, ohne Pläne. Also ohne böse Absichten, das wäre dann Verschwörungstheorie, ja, wenn man so Absichten unterstellt. Nein, Lebewesen haben oft keine Absichten. Aber es entwickelt sich ein Evolutionsprozess, der dahin geführt hat, uns das Leben unglücklich zu machen, damit wir mehr kaufen. Zum Beispiel könnte ein Weg gewesen sein, dass man uns erzählt hat, dass angeblich eine Gruppe die andere totgeschlagen hat, nachts, damit wir nämlich die Steinäxte des Händlers kaufen. Leuchtet das ein? Ja, das leuchtet ein. Und ich glaube, das hat sich dann quasi unbewusst so entwickelt, dass es dann quasi dann heute so ist. Ja, sogar dieser General Paul hat heute erzählt, wir müssen den Irak angreifen, weil die angeblich uns angreifen wollen und Massenvernichtungswaffen haben. Die hat es aber nie gegeben, die Waffen. Aber die Waffenindustrie hat gut daran verdient. Ja, also ist es quasi in jeder Industrie so. Ja, du hast es genau richtig erfasst. Und jetzt stell dir vor, wenn die Menschen jetzt nicht mehr so glücklich in dieser Gruppe leben, in diesem Urkommunismus, Urmatriarchat, ja, dann werden sie einsamer, unglücklicher, haben nicht mehr so viel Liebe, sind nicht mehr so rundum geliebt, nicht mehr so herzliche Kontakte. Und was machen sie? Sie gehen shoppen. Ja, mehr Konsum quasi und mehr Profit für Konzerne. Und jetzt sind wir beim Begriff Konsumsucht. Und wenn wir jetzt aber so machen, wie wir es bei der Reform machen, dass wir sagen, nicht mehr Konsumsucht bringt Profite, sondern deine Gesundheit. Und jetzt kommt noch was Neues. Die Gesundheitskostendaten haben wir doch schon. Stell dir jetzt mal vor, du würdest jetzt alle paar Monate eine Wohlfühlnote abgeben und zum Beispiel, wenn du morgen Krebs kriegst, gibst du dir zum Beispiel nicht mehr die Note 3 bis 4 ab, sondern sagst, ich gebe jetzt eine 5, weil mir geht's beschissen. Und wenn davon die Gewinne deines Lebensmittelhändlers, des Pharmakonzerns, des Arztes abhängig gemacht werden, was könnte das verändern? Naja, dass quasi die Firmen weniger verdienen. Oder, also habe ich... Weniger verdienen, wenn du unglücklich wirst, wenn du schlechter wirst? Wenn ich unglücklich werde. Wenn man mehr verdient, wenn man glücklich und zufrieden ist mit dem Produkt. Also ich finde, das wäre ein ziemlich sinnvolles Konzept, was auch quasi jeden dann weiterbringen würde. Also ist halt nur schwierig, das dann durchzubringen dann überall, oder? Nein, ich bin begeistert, dass du das so verstehst. Denn leider tun sich viele Fridays for Future schwer damit, das zu verstehen. Und das kann ich wieder nicht verstehen, weil ich bin so drin in der Materie. So, und jetzt sind wir schon fast am Ziel. Jetzt wollen wir, was schätzt du, wie viel wir allein im Gesundheitswesen Deutschland, hier war das, der Artikel hieß, Kombireform, Ernährung, Gesundheit und Pflege. Was schätzt du, was wir allein in der Gesundheitsreform jährlich an Milliarden plus machen können? Rate mal. Also wenn man dieses Konzept quasi einführt dann. Ich weiß auch nicht. Im ersten Jahr wirkt das natürlich nicht perfekt. Es wirkt erst im zweiten, dritten Jahr, wirkt es immer besser. Ja? Ich bin mir nicht ganz sicher, ein paar Milliarden vielleicht. Der Präsident des Allgemeinen Deutschen Patientenverbandes, der Arzt Christian Zimmermann, schätzt Minimum jedes Jahr 70 Milliarden plus. Das ist dann mehr als dieses Konzept oder ist das... Ich vermute sogar, dass wir auf 90 Milliarden pro Jahr kommen, vielleicht sogar auf 100 Milliarden, weil wir es schlecht abschätzen können, weil ja dann plötzlich Deutschland wird ja zu einem Gesundheitsland. Ja, ist ja auch mal was Neues. Und das würde jetzt bedeuten, 70 Milliarden haben wir jedes Jahr. Wenn wir jetzt sagen, damit die Wirtschaft nicht weint, geben wir denen jedes von den 70 Milliarden 5% für die Wirtschaftsförderung, dann bleiben übrig 67 Milliarden fürs Klima. Und die tun wir in den Kohlestopp. Auf jeden Fall gut investiert. Also es würde alles quasi sich... Das würde sich ergänzen. Das würde sich alles ergänzen, genau. Also unser Weltrettungsplan würde sich mit dem Fridays for Futures Weltrettungsplan und den ersten Scientists for Future die Hand reichen und wir würden das zusammen machen. Ja, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall eine gute Idee. So. Und es macht halt auch Sinn fürs Klima,
und für alle Menschen. Also man sagt halt immer so, dass Deutschland quasi gesund ist und im Wohlstand lebt, aber eigentlich ist es halt nur der Wohlstand, der ist so nicht die Gesundheit. Wir haben Geld, aber wir sind unglücklich und krank. Was schätzt du, wie alt Professor Völpel, der gehört nicht zu uns, was der gesagt hat als Altersforscher, wie alt wir eigentlich gesund werden könnten? Ich weiß nicht, so 100 vielleicht, 90, 100? 127. Das sei unser genetisches Material. Und hast du schon mal von den weltberühmten Okinawas gehört? Das ist in der Wissenschaft ein ganz großes Thema. Nee, habe ich noch nicht. Da hat das erzählen hunderte Professoren, nicht nur wir. Da gab es einen Karatekämpfer, der mit fast 100 einen westlichen 30-jährigen Boxer K.O. geschlagen hat. Mit fast 100. Und dort gab es eine Masse von 110-Jährigen, die sich vegan ernährt haben. Ganz bisschen Fisch manchmal, ganz wenig allerdings nur. Und 110-Jährige, die voll arbeiten, die voll fit sind. Und dann, was kam dann? McDonald's, westliche Ernährung und westliche Medizin. Und mittlerweile sterben die Japaner immer früher. Ja, man sieht auch ältere japanische Leute, die sind noch sehr schlank und werden sehr alt. Aber mittlerweile sieht man überall, dass immer mehr dicke Asiaten, also viele dicke Asiaten, also nicht nur, natürlich nicht nur in Asien, aber... Aber in China soll es auch ganz viele Übergewichtige geben. Ja, das war ja früher gar nicht so. Es gab ja auch einen Grund, warum viele, vor allem Asiaten, glaube ich, laktoseintolerant sind, weil es halt einfach nicht für Menschen gemacht ist. Ja, aber das ist jetzt nicht neu gekommen, sondern genetisch ist es so, dass der Mensch eigentlich gar nicht für Milch und Laktose gebaut ist. Wir haben also in den ersten Lebensjahren der Stillzeit, ja, und so weiter. Aber dann ist es eigentlich so, dass die meisten Menschen auf der Erde ganz natürlicherweise eigentlich mit Kuhmilch nichts anfangen können. Denn welcher wilde Affe läuft hinter einer Kuh her und sagt, darf ich mal trinken? Ja, Quatsch, ja. Also von daher, aber eben die Asiaten haben typischerweise, manche von uns hier im Westen haben eine sogenannte Teilanpassung an Milch. Aber nur eine Teilanpassung. Eine Teilanpassung ist keine Vollanpassung. Und die Asiaten haben noch nicht mal die Teilanpassung. Ja, es ist halt auch einfach nicht für Menschen gemacht. Genau, richtig. Das ist Ausbeutung, das war's. Du merkst, wir sind mitten im Thema, merkst du es? Und jetzt, was schätzt du? Was, die Frau Merkel hat ja diesen viel zu späten Kohlestopp angeboten, 2038. Das hier, ja. Politiker, die das immer noch mit dem Kohlestopp 2038 anzweifeln. Die wollen noch nicht mal das. Es gibt da Politiker, die wollen das sogar blockieren. Unglaublich. Aber was schätzt du, was die Frau Merkel als Kanzlerin für diese, die will ja den Kohlestopp 38, das sind 19 Jahre, richtig? Wie viel will sie in den 19 Jahren jedes Jahr für Kohlestopp ausgeben? Das weiß ich nicht, aber ich finde, dass das schon ziemlich, also schon zu spät, das mit dem Kohlestopp. Also sie will jedes Jahr nur 2 Milliarden ausgeben und sagt dann schon, ich bin schon am Anschlag. Mehr kann ich nicht. Ja? Und das heißt, sie will 80 Milliarden in 19 Jahren ausgeben. 80 Milliarden. Wie viel bräuchte man ungefähr, um den Kohlestopp dann komplett zu beenden? Dann? Also bei uns, unser Plan ist ja der sogenannte 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan fürs Klima. Und das würde bedeuten, dass wir 2026 das letzte Kohlekraftwerk vom Netz nehmen, wenn wir endlich mal in die Gänge kommen, wenn das mal schneller geht jetzt. Ja? An uns liegt es nicht. Wir sind ja immer da und ich bin jederzeit bereit, mit den Professoren anzutanzen in den Ministerien. Aber das würde 450 Milliarden kosten von den 900 Milliarden. Ja, also, dass die Merkel und quasi auch so viele Politiker einfach dagegen sind, so viel zu investieren ist. Weil sie das Geld nicht haben. Weil sie diese Gesundheitsreform nicht können, weil sie die Gesundheitsreform nicht können, die Ernährungsreform nicht können und die Pflegereform nicht können. Und wir haben noch 20 andere Reformen. Ja, also, das heißt, Frau Merkel kann das vom Know-how her leider nicht. Also sagt sie, ich weiß nicht, wie ich an neues Geld rankommen will. Und es ist mir nicht sympathisch, meine frühere Kollegin als Assistentin in meinen Ministerien sitzen zu haben. Das macht ein Politiker nicht gern. Da sieht sie nicht so toll aus. Okay.
sie Hilfe von Profis braucht. Unser Spruch lautet ja, Kohle, stopp, hopp, 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 Merkel, lass die Profis ran. Kohle, stopp, hopp, 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 Merkel, lass die Profis ran. Darum geht's letztendlich. Ja, weil Merkel einfach keine Ahnung davon hat. Letztendlich, ja. Ein Politiker lebt in der Illusion. Er hätte all das, was wir eben besprochen haben, wie Menschheit eigentlich sich evoluiert hat, davon haben die Politiker null Ahnung. Sie ist Physikerin, die hat nie was darüber gelernt, denkt aber, sie wüsste, wie man einen Staat steuert, der aus Menschen besteht und die Welt, die bestimmte Gesetze hat, saniert. Und das ist der Punkt. Also da sind wir jetzt an dem entscheidenden Punkt. Nur diese 24 Professoren können das Geld erzeugen, weil sie das Know-how dafür haben. Kannst du dir vorstellen, wie es bei der Erfindung der elektrischen Eisenbahn zuging? Nein, wahrscheinlich mit Leuten, die wussten, wie es funktioniert. Und so funktioniert es wahrscheinlich auch mit Klimapolitik und Politik im generell. Ja, damals hatte irgendjemand das Know-how, wie eine elektrische Eisenbahn funktioniert. Und das war kein reales Geld, sondern sogenanntes potenzielles Geld, würde ich das mal nennen, also mögliches Geld. Er hat gewusst, wenn wir jetzt die Eisenbahn einführen, elektrisch, wird die viel Gewinn abwerfen. Und dann können wir mit dem Geld was anfangen oder dann habe ich Geld verdient. Also das ist potenzielles Geld. Und genauso verhält es sich auch bei Know-how über Systemsteuerung, über Menschensteuerung, über Reformen und so weiter. Und die Professoren haben das Know-how für jährlich zwischen 200 und 500 Milliarden Euro. Scheiß Wind, oder? Das ist ein bisschen nervig. Tut mir leid, ich war gerade... Ja, also, aber es leuchtet ein, dass nur mit gutem Know-how, wie bei der elektrischen Eisenbahn, nur mit gutem Know-how kannst du Geld generieren. Ja, das macht Sinn. Und die Professoren haben das Know-how zur Gesundheitsreform, Ernährungssystemreform, Bildungsreform, alles Mögliche. Sollen das sind Professoren aus Deutschland nur oder von überall? Zwei Wiener haben wir noch dabei. Der Rest ist aus Berlin, aus Süddeutschland, Bonn, Kölner Raum. Was müsstest du noch darüber wissen? Ich denke, ich müsste wissen, wie ich umgehe, so viel zu konsumieren und auch zu Plastik zu umgehen auch. Und ich denke, ich würde auch gern wissen, wie man quasi Ernährung und Sport quasi miteinander ergänzt, also dass man quasi gesund leben kann. Deine Frage hatte zwei Teile. Du hast als erstes gefragt, wie kann ich auch mit meiner eigenen Konsumsucht umgehen? Und das ist die Formel der Professoren lautet, man will doch deine Wohlfühlnoten verbessern als Wirtschaftsziel sozusagen. Man will dich glücklicher machen. Und wenn du dich glücklicher machst, brauchst du manche Konsumsucht nicht mehr. Wer glücklicher ist, trinkt weniger Alkohol, raucht weniger Zigaretten und so weiter. Also man will die Konsumsucht an der Wurzel beheben, damit du wieder so glücklich wirst, wie wir mal vor 400.000 Jahren waren. Deswegen haben wir ja die ganze Evolution durchgeleuchtet. Wir wollen da wieder quasi hin, glückliche Menschen. Pazifistische, friedliche, glückliche, liebevolle Menschen. Da wollen wir wieder hin. Also Konsumsucht ist das eine Thema. Das Thema Plastikverpackungen und so weiter wird die Wirtschaft von selbst lösen. Denn wenn sozusagen deine Gesundheit über die Gewinne des Lebensmittelhändlers entscheidet, dann wird er einfach keine Plastikprodukte mehr in den Markt lassen. Also löst sich das dann quasi von selbst. Ja. Weil wenn die Umwelt verdreckt wird durch Plastik und du lauter in deinem Körper lauter Mini-Plastikpartikel hast, so wie die Fische voll sind von Plastik und du dann lauter solche Mikroplastikteile im Körper hast, dann kannst du nicht ganz gesund bleiben. Und er will aber, dass du maximal gesund wirst. Also will er, dass die ganze Welt, ganz Deutschland gereinigt wird von Plastik. Alle Böden wieder. In den Böden ist ja auch viel Plastik drin. Leuchtet ein? Ja, leuchtet ein. Deine dritte Frage habe ich hier nicht mehr im Kopf. Deine dritte Frage? Ja, wie ich quasi Gesundheit, Sport und Ernährung quasi, dass man das quasi, ich weiß halt, es gibt verschiedene Arten, also es wird ja immer gesagt so, dass man Fisch essen soll wegen den ganzen Omega-3-Fetten, obwohl das gar nicht vom Fisch soll, sondern in den Algen zum Beispiel. Und dass man dann dazu diesen Sport machen muss, um dann quasi das zu können. Also ich verstehe halt nicht ganz genau, wie man das dann quasi ausgewogen machen kann.
Die 24. Also es gehört ja auch zur Gesundheit. Die 24 Professoren, darunter sind auch die besten Ernährungsberater der Welt dabei. Und die würden jetzt, ich bin ja selbst auch Gesundheits- und Präventionsberater, Psychoanalytiker und Psychotherapeut von Grundberuf ursprünglich eher und Mediator, Konfliktschlichter. Ganz kurz angedeutet. Erstens Intervallfasten. Ich esse nur noch einmal am Tag abends, nach dem Sport. Einmal am Tag ist das Gesündeste, das nennt man Intervallfasten nach Professor Michalsen, zum Beispiel von der Charité Berlin. Ja? Dann, ich esse ausschließlich, wenn ich vernünftig bin, wenn ich nicht gerade Frust habe und so deprimiert bin über diese traurige Welt, ja, und so und alles, dann esse ich nur Gemüse, ganz bisschen Hülsenfrüchte, Linsen und Erbsen, nichts anderes. Ich esse ganz wenig Haferflocken, ganz wenig kernige und ich esse Obst. Aber Vorsicht, unreifes Obst ist auch nicht so gesund und so Vorsicht mit allem. Und vor allem jetzt Formel, niemals Smoothies. Alles, was süß und flüssig ist, macht Diabetes und macht krank, macht Fettleber. Also wenn du Smoothies machst, nur grüne, nur Gemüsesmoothies, aber keine süßen. Alles, was süß ist und flüssig, Fruchtsaft, macht dich krank. Wussten wir vor einiger Zeit noch nicht. Wusste ich. Also du, übrigens als Tipp, wenn das jetzt in den Medien diskutiert wird, würden wir kostenlos fürs Fernsehen lauter Gesundheitsernährungssendungen machen, sodass das jeder mitkriegen würde. Es würde ständig ausgestrahlt, wie man sich gesund ernährt. So, weiter geht's. Was kann ich dir noch an Tipps geben? Gesund, ja. Ich nehme zum Beispiel von Dr. Jakobs, das ist eines unserer Mitglieder, das sogenannte DHA-EPA-Öl. Denn du brauchst nicht in Wirklichkeit Omega-3. Ich nehme auch Leinöl, jeden Tag einen kleinen Schluck Leinöl und den Tropfen von diesem DHA-EPA. Denn du brauchst an sich nicht Omega-3, dein Gehirn braucht DHA und EPA. Das kostet allerdings 20 Euro die Flasche, das ist schon teuer. Ja, aber wenn nicht, dann wenigstens Leinöl. Und Walnüsse haben viel Omega-3, ab und zu Paranüsse, also Nüsse. Ich vergesse jetzt 1000 Sachen. Aber natürlich machen wir dann auch noch die CO2-Bepreisung und all die würden wir auch hinkriegen. Das Dilemma ist, dass das, was wir heute besprochen haben, kompliziert ist, gell? Kompliziert. Es ist nicht einfach, auf jeden Fall. Und bis jetzt verstehen uns die Fridays for Future noch nicht richtig. Ja, weil sogar die Scientists for Future, das ist ja so eine Masse an Leuten, ja, die verstehen, ein Teil davon versteht das auch nicht, weil die so tief in der Wissenschaft gar nicht drin sind, wie wir 24, ja. Und da wäre es toll, wenn du einfach mal mit Leuten sprichst und versuchst, die Brücke herzustellen, weil wir wollen alle das Gleiche. Nur die verstehen es nicht richtig. Also du hast die Homepage, Weltrat der Weisen und die alles. Und sprich mit anderen drüber, sprich mit Fridays. Du bist so ein toller Mensch, sprich sprich mit denen und sag, lasst uns doch mal diskutieren mit den Professoren. Denn ich habe dir erzählt, dass zwei 14-jährige Schülerinnen aus Bonn die Veranstaltung gemacht haben. Also versuch einfach, dass wir diese Chance nicht verpassen. Gut, mache ich. Vielen Dank.